Ich trau dem Scheiß nicht. Ich trau dem Scheiß nicht. geh auf, bitte, bitte. Danke. Hier ist sicher. Hier ist Safe Point, hier ist ein Shop, ich fühle mich wohl. So, jetzt erstmal die Energieknoten verwenden. Nee, Quatsch. Kann ich hier ja nicht. Ich brauche eine Werkbank, scheiße. Okay, ein Stasopaket. Ich werde jetzt erstmal einiges an Munition verkaufen. So, hier haben wir noch viel Munition. Ich behalte aber trotzdem erstmal noch ein bisschen. Die Strahlenkanone. Flammenwerfer. Mir wurde gesagt, dass der Flammenwerfer ziemlich scheiße sein soll. Darum werden wir auch erstmal auf diesen verzichten. Uns fehlt noch 5000 für ein weiteres. Wir werden bestimmt noch was finden. Wobei ich glaube, ich in erster Linie sowieso immer wieder den Plasma-Cutter benutzen werde, weil ich wahrscheinlich in der ganzen Aufregung viel zu faul sein werde. Irgendeine andere Waffe auszurüsten. Ja, wir haben zwei Energieknoten! Ja! Ist das nicht herrlich? So, wir haben die Rig des Captain. Wir sollen wieder zurück. Ich schaue auf die Uhr. Naja, okay, wir speichern. Whip. Und ich mache das jetzt aus Sicherheitsgründen am zweiten Slot, weil, wie ich ja schon bei LEGO Racers erfahren habe, mag mein PC manchmal nicht wirklich mitarbeiten. Und darum ist das jetzt einfach ein Sicherheitsspielstand. Und wenn es nicht funktioniert, muss ich das Ganze halt nochmal neu machen. Und dann ist es nicht mehr blind und dann ist es nervig und dann Greggy. Habe ich jetzt im richtigen gespeichert? Rick. Ja. Gut, dann abbrechen. Auf und davon. Ich trau dem Braten nicht. Ich trau keinem Braten. Weg, raus, weg, raus. Maden. Rein, rein, rein. So, wir sind wieder in der Ishimura Monorail Station. Und haben das zweite Kapitel abgeschlossen. Wunderherrlich. Intensivstation abgeschlossen. Ja, gut, dann speichern wir jetzt halt nochmal. Da bitte. Genau. So. Wir sind jetzt im dritten Kapitel Kurskorrektur. Maschinendeck. Und diesmal geht das viel, viel schneller mit dem Laden. Das ist toll. Aber ich darf mich nicht selbst umdrehen. Klick, klick. Lass mich raus. Uah! Wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Ja, vielen Dank für diese Information, die mir fast einen Herzinfarkt gekostet hätte. Gekostet? Nein, die mir einen Herzinfarkt gebracht hätte. Wieso ist hier keine Werkbank oder so? Ach, verdammte Scheiße. Credits. Warning. Aha. This is a dangerous environment. Sink your rig regularly. Safety begins with you. Ja, da haben die... hat die Crew aber echt super Arbeit geleistet. Moment. Kontrollraum. Tage seit letztem Unfall? Null. Das glaub ich nicht. Wie das Teil ruckelt. Aha, hier ist der Kontrollraum. Schön. Gut. Gut, gut. Hier ist eine Speicherstation. Das heißt, hier kommt hoffentlich nichts.
So, danke. Energy Supply. Sure. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt 2 Tage her, dass Sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Temple out. Nam, nam, nam. Und? Was? Oha. Ich will hier raus. Komm, steh auf! Oder spack ab, such dir was aus. Wieso hat er so eine Gasmaske auf? Na denn. Gibt's im Shop was Neues? Was Neues, was Neues? Eine neue Rüstung zum Beispiel? Neues Objekt? Was denn? Hä? Ich versteh's nicht, da steht doch... Link, neues Objekt. Irgendwie ist da kein neues Objekt. Ich fühle mich verarscht. Ah, nun gut. Da geht's zur Zentrifuge. Das. Nee, da soll ich gar nicht hin. Ich soll zum Maschinenbereich. Und mein Mikrofon hängt zu tief. Ja, das sieht auch schön aus. Schön, schön. Ah, flackerndes Licht. Wie es einfach so herzerwärmend ist. Flackerndes... Oh. Anzüge. Nee, du bist nicht tot. Genau deswegen. Ich werde mich wieder bestimmt erschrecken. Bestimmt. Aber eigentlich, was ich mir gerade vorstelle, müsste man hier mal so ein Teil aufmachen, wenn das dann so ein Gegner rausspringt. Oder ein Audio-Log kommt. Uah. So wie hier. Gegner, komm raus. Was zum Henker ist hier los? Verrückt! Er zieht sich seine eigenen Zähne! Henderson, um Gottes Willen! Oh Gott, ist er tot? Bleib locker, er lebt ja. Aber die Tür war ziemlich hart. Mann, warum hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht. Man ist nirgendwo sicher. Flammenwerfer. Brennstoff, okay. Dann könnte man sich auch den Flammenwerfer holen. Allerdings habe ich auch gehört, dass der Flammenwerfer scheiße sein soll. Besonders, weil der Flammenwerfer im luftleeren Raum natürlich nichts bringt. Ja, komm, geh doch raus, mein Gott. Wir sind hier nicht bei Gothic, wo das nicht geht. Gut, soll ich da lang? Ja. Okay. Oh, lassen wir uns erschrecken. Genau. Eine Werkbank. Ich liebe diese Teile. Ein Textlog. Wieder mal für euch zum Durchlesen. Diesmal von Hollow F. Keine Ahnung, wer das ist. Das lässt sich schnell durchlesen und für euch auch. Zack. Eine Werkbank, ich freue mich so. Wir haben 4 Energieknoten und werden diese auch benutzen. Eine, wie gesagt, endlich mal auf unsere Rig. Ja. Sodass wir mehr Lebenspunkte haben.
Und ich würde eigentlich auch sagen, auf den 1, 2, 3, das würde reichen. 1, 2, 3. So. Kapazität erhöht, keine Energieknoten mehr übrig. Und wir betrachten mal das schöne Schild hier vor uns. Was man jetzt nicht mehr lesen kann. Was? Authorized Technical Only. Reverse? Was? Keine Ahnung, kann ich lesen. Meine Nase juckt. Das ist auch nicht gut. Gehen wir weiter. Alles anschießen. Was irgendwie nicht nett aussieht. Teamwork. Was? Ja, mach das Licht aus. Ach Leute. Ich konnte nicht einfach so das Licht ausmachen. Ja, genau. Ah. Kommt doch her. Was? Wie? Wo? Was? Es. Regi. Energy Supply. Ah, diese verwinkelten Scheißteile. Da kann ich den Fernkampf vergessen. Oh, ich hab keinen Bock. Ai. Vor allem, wie hier alles nur am Scheppern ist. Schepper. Wir nehmen jetzt aber mal da das Item, was hier drin ist. Bestimmt ist es so, dass wir nachher auf den Rückweg hier nochmal vorbei müssen. Und dass dann die ganzen Arschlöcher erst kommen. Ah, hier kann man es nochmal lesen. Authorized Technik... Ich kann kein Englisch. Technicians? Keine Ahnung. Only serve risk of injury or death. Yeah. Stomp the yard. Was? Wo? Wo? Wo zur Hölle bist du? Das hat man doch laut und deutlich gehört. Und es fängt total an zu ruckeln. Leute, ich werde hier gleich... Ah! Ich werde hier gleich die Aufnahme wohl mal unterbrechen. Und schauen, was hier los ist, weil... Das regt mich gerade auf. Ah. So, wir sind jetzt gerade hier. Ich mache jetzt mal kurz einen Cut, tut mir leid. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich.